Warum sind so viele Menschen nicht erfolgreich? Weil sie viel zu beschäftigt sind, erfolgreichen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie ihren Traum leben. Und deswegen mein Tipp, sei nicht die ganze Zeit ein Zuschauer, sondern guck, dass du selber auf den Platz kommst. Was meine ich damit? Guck mal, wie viele sitzen vor dem Fernseher und beobachten Fußballspieler dabei, wie sie ihren Traumberuf leben. Wie viele gehen ins Stadion? Ich gehe auch gerne mal in ein Fußballstadion, ein-, zweimal im Jahr. Aber wie viele gehen gerne ins Stadion und 50, 60, 70, 80.000 Menschen schauen 22 anderen Menschen dabei zu, wie sie ihren Traum leben? Und deswegen sage ich, guck mal, dass du mehr auf dem Platz bist. Schau Erfolgreichen nicht so viel zu, was die gerade machen, wie die ihr Leben leben. Egal, ob es jetzt im Fernsehen ist, im Kino ist, beim Fußball ist oder sonst was. Viele sind nicht erfolgreich, weil sie so beschäftigt sind, anderen zuzuschauen, wie sie ihren Traum leben. Lebe deinen Traum selber. Hör auf, die ganze Zeit andere zu beobachten. Arbeite selber an deinen Träumen, an deinen Zielen, an deiner Vision. Stopp das Video jetzt. Guck nicht weiter YouTube, sondern arbeite an deinem Traum. Jetzt. Attacke. Welchen Teil meiner Botschaft hast du jetzt nicht verstanden? Du guckst immer noch. Ich finde es schön, dass du meine Videos guckst. Ja, also YouTube belohnt das ja, wenn die Watchtime lang ist, aber schalt ab. Arbeite an deinem Traum. Hör auf jetzt. Mach einen Plan. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du heute tun? Was wirst du morgen tun? Aber setz um. Du möchtest gern erfolgreich sein? Du hast Vorbilder, wo du sagst, hey, so wie die leben, möchte ich auch gern leben. Ja, aber glaubst du, du erreichst das, indem du denen einfach zuschaust? Schalt ab. Komm ins Handeln. Setz um. Mach was. Jetzt. Ausmachen. So, ciao. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können, und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.